Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns das neue Update an. Yeah! Und, warte, es ist wieder laut. Ich habe nicht gedacht, dass wir ein Känguru bekommen. Aber das Känguru schaut echt, echt cool aus. Bevor wir es uns kaufen, schauen wir uns alles an vom Känguru. Ich habe eigentlich gar nicht das Update. Warte kurz, einen Moment. Also ich habe mir kurz angeschaut, was neu ist. Und ich blende es ein. Also erstmal gibt es Känguru zum Spielen. Dann gibt es Wildpass Staffel 6, glaube ich, steht da. Und neue Freunde. Genau, aber wir schauen uns erstmal das Tier und die Skins. Und wie gesagt, jeder kann das, glaube ich, spielen. Auch bei Apple. Die Farben sind cool. Und die haben noch keine Mystics. Oh, das schaut nicht aus wie ein Känguru, das schaut aus wie ein Eichhörnchen oder so. Was schaut? Sehr interessant. Ich meine, wenn so ein Tier auf mich zukommt, denke ich nicht, dass es ein Känguru ist. Oder sowas. Boah, das schaut aber cool. Das schaut aus wie eine Rehe, aber irgendwie auch nicht wie ein Känguru. Interessant. Das kaufen wir uns, ist die Frage. Noch nichts dabei. Weil ich muss noch Kisten öffnen. Und ich kann halt sowieso kein Skin kaufen, weil ich keine Eicheln habe. Deswegen beim nächsten Opening kaufe ich mir einen Skin. Das heißt, wir kaufen uns aber jetzt das Känguru und wir versuchen es. Wir schauen, wie stark es ist oder keine Ahnung, irgendwas so rumspielen und gucken die Animationen. Genau. Und es gibt auch noch die Kleider. Jetzt kaufen wir uns das in 3, 2, 1. Yay! Okay, warte. Wir haben ja noch welche Sachen. Wir müssen hier Kumpel, das heißt halt Freunde oder so. Und es gibt neue. Ich weiß nun nicht, was Neues, aber eines von denen. Ich bin mir ziemlich sicher, einen von den weiter rechts. Also, ich schätze mal. Also einen von denen. Ziemlich cool, aber ich habe allgemein noch keinen Kumpel. Und den Pass, genau den Pass, der war auch noch dabei. Diese neue Staffel. Ja, die ist abgelaufen. Und ich habe schon mal eine Sache bekommen. Ja. Hier oben gibt es echt coole exklusive Sachen. Wow, die haben exklusive Haustiere. Ja, sonst haben die eigentlich doppelte Sachen. Bis hier. Und dann haben die hier einen neuen Farbton. Welches Tier ist das? Ist das Lux? Oder Gepard? Das steht da irgendwie nicht. Puh, keine Ahnung. Steht nicht, welches Tier das ist. Aber ich finde die Farben echt cool. Beim letzten Pass, da gab es so einen Lux, den ich wollte. Aber ich habe kaum gespielt. Ja, es gibt viele gute Gratis-Sachen. Wow, das schaut schön aus. Dieses Krokodil. Und Emojis und hier noch ein Exklusiv. Ich finde cool, dieses Mal haben die viele exklusive Skins hier zum Freischalten. Auch ohne Bildpass. Also ohne diesen Goldpass. Genau. Genau, jetzt probieren wir endlich dieses Känguru aus. Und tatsächlich haben es Leute schon auf Level 200. Tatsächlich. Ich habe nicht mal meinen Lux auf 200. Also auf 199 erst. Ich meine, ich mache ja noch ein Special. Weil ich habe ja die 2000 Abonnenten. Aber wir warten noch ein bisschen damit. Aber ihr seht, 199. Ich bin aufgeregt. Aber ja. Känguru. So. Wir laden mal in die normale Welt und wir leveln ein bisschen damit.
Okay. Oh mein Gott. Schon wieder geht. Warte, schaut mal. Okay, so schaut das schöner aus, wenn das so hüpft. Aber das krabbelt so komisch. Eine Katze oder so. Nicht wie eine Katze, aber so eine Art. Aber das ist. Aber schaut im Spiel ganz anders aus. Da merkt man, dass es ein Känguru ist. Und ich finde das Profilbild auch urlustig. Da links oben. Das schaut aus wie so ein Wildhund-Gesicht irgendwie oder ein Wolf. Und das ist auch so rangezoomt, das Gesicht. Wie springt das eigentlich? Also, warte. Das springt so, als wenn es. Ja, und es springt. Springt das überhaupt hoch? Ich glaube, das springt genauso hoch wie die anderen Tiere. Und beim Ruf heult er einfach. Ah ja, genau, die Animationen haben wir nicht gesehen. Ah ja. Schau, wie die liegen. Habe ich nicht gewusst, dass sie sich so schief hinlegen. Ja. Schau, das ist eine Rehe, wenn er sich so hinlegt. Viele Animationen haben die, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen mehr war, ehrlich gesagt. Na, schaut das. Gähnt das oder ruft es? Ich habe ehrlich gesagt kein Audio an, gerade. Was macht. Ach so. Der spielt. Das überspielt. Das ist süß. Und hier hüpft er so mit Backflips. Das finde ich auch urcool. Das Känguru ist echt cool. Ich muss ehrlich sagen. Ich bin so ein Mensch. Weißt du, es gab so viele neue Tiere. Die waren nicht so geil wie irgendwie das Känguru. Es gab immer einen Hype bei neuen Tieren, aber ich habe nie gedacht, ja, das ist jetzt cooler als der Luchs. Weil das ist auch irgendwie süß. Habe ich eigentlich mein Pet an? Der Googie. Ah ja, und ich habe jetzt viele Quests. Ich mache vielleicht noch ein Video dazu, falls ich es noch nicht gemacht habe, wie man schnell Level abbekommt. Ich weiß, wie man schnell Level hoch wird, aber ich halt levele kaum diesen Pass. Ah, schaut mal. Der ist Vegetarier, der isst kein Fleisch. Also das ist so wie beim Pferd. Der hat so Gras. Das heißt, das kann dir keiner klauen. Schaut, da hat man so zwei. Für den Luchs zum Beispiel und Fuchs. Und dann halt noch für die Vegetarier. Dass nur ein anderes Känguru oder Pferd kann dir das klauen. Zum Beispiel. Und der Angriff? Ziemlich interessant. Mit so zwei Händen manchmal. Hat auch ein gutes Starterleben irgendwie. Also ich finde, ja, es ist eigentlich ganz gut. Ich habe auch wie ein legendärer Seltenheit aus. Und es ist ja auch die legendäre Seltenheit. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man das von einer Box bekommt, von einer Truhe. Bekommt man halt sonst die Duplikate von Füchsen oder so. Aber es ist echt schön. Und so sitzt das. Cool. Ich werde das auf jeden Fall leveln. Also es wird auf jeden Fall vielleicht ein Video kommen dazu, wie ich und meine Fans vielleicht unsere Kängurus zusammenleveln. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann joint den Discord. Also ich sag das wahrscheinlich im gefühlt jeden Video, aber unser Discord verbessert sich jeden Tag. Wir probieren sehr viele neue Sachen hinzuzufügen. Zum Beispiel, wir haben Minispiele jetzt im Server, wo wir mit der Community spielen können. Events kommen bald. Und ja, wenn ihr bei Videos mitmachen möchtet oder bei Streams, es ist ein guter Ort, wo man sich anmeldet oder so. Weil zum Beispiel, wenn ihr jetzt in YouTube schreibt, in den Kommentaren, zum Beispiel, ob ihr mitmachen wollt, dann antworte ich halt nicht so oft. Und ich weiß auch nicht, wie das möglich ist, dass ihr zum Beispiel in einem Anruf sind oder schreiben. Deswegen Discord perfekt einfach. Da können wir telefonieren, da können wir schreiben. Und alle Fans sind halt oft halt in Discord, nicht alle, aber die meisten, die mitmachen bei Sachen, die sind immer dort drin. Und ihr könnt auch mit denen schreiben, also wir sind so eine kleine Community für Wildcraft.
und vielleicht auch bald für andere Spiele. Aber das wird noch dauern, also keine Sorge. Wir haben uns überlegt, vielleicht noch Vlogs irgendwann mal, aber ja, es kommen dabei sehr viele Wildcraft-Videos und wenn ihr nicht einen Stream verpassen wollt, der ist wahrscheinlich Freitag um 20 Uhr, wenn dann am Freitag. Es wird keine Premiere geben, also es wird immer so plötzlich starten, weil ich habe vergessen, wie ich das gemacht habe. Deswegen, wenn ihr im Discord seid, werdet ihr für alles benachrichtigt und ihr könnt entscheiden, für was ihr eine Nachricht bekommt. Also ja, es wäre cool, wenn ihr mitmacht und den Discord beitretet. Ja, das war's eigentlich mit diesem Update-Video. Oder gibt es eine neue Karte im Moment? Es gibt tatsächlich noch eine Map. Da stand gar nicht dabei. Da stand nur spielbares Tier, Kumpel und Season Staffel 6. Okay, das war nur eine kurze Werbung, schätze ich mal. Von mir, ich wollte halt das sogar schon zwischendurch sagen, aber okay, ich bin gespannt. Australien. Oh, wir könnten beim nächsten Video auch den Boss besiegen. Mit unseren Kängurus, die wir hochleveln. Oh. Okay, wir schauen gleich auf die Map. Mein Gott, okay, warte. So, erste Meinung. Ui. Riesige Map, schaut riesig aus. Ist auch sehr interessant gestaltet. So, wir schauen uns gleich die Gegner an und die Map. Obwohl ihr sie wahrscheinlich eh alle kennt, aber ihr findet wahrscheinlich meine Reaktion sehr lustig. Okay. 3, 2, 1. Was? Oha. Schaut, normalerweise ist eine Map so groß. So bis hier, so, weißt du? Normalerweise, die wilde Ebene ist so groß. Aber das ist dreimal so groß. Das ist, schau mal, das ist ein Teil, das ist noch ein Teil, das sind noch zwei Teile. Viermal so groß. Das ist gigantisch. Also hier haben wir so eine Art Wüste mit so ein bisschen Grün. Und Wasser. Und ja, man kann fischen, ich weiß nicht seit wann. Warte, die Maps werden immer größer. Die Maps werden immer größer. Okay, gut. Als nächstes die Gegner und der Boss. 3, 2, 1. Okay. Wir gehen eins nach dem anderen durch. Der Koala. Nicht aggressiv, das heißt, der rennt weg von euch, glaube ich mal. Oder ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube schon, dass es so war, dass der dann euch nicht angreift zuerst. Aber vielleicht greift er zurück, das wissen wir nicht. Und dieser ist aggressiv, das heißt, er rennt euch an, der greift euch auf jeden Fall an. Das manische Teufel. Interessant. Wombat. Die kenne ich von The Wolf. Die gab es immer. Aber die schauen so süß aus. Aggressiv? Nein, dieses Ding ist aggressiv. Oh, wie süß. Ich meine, wie arm. Das hat sogar so einen kleinen. Und Emo. Auch aggressiv. Ja, aber klar. Diese Emos, diese Sträuße und alles sind alle aggressiv. Gemeinsamer Todesaldierer. Das ist eine Schlange. Warum sagen die nicht einfach Todesschlange? So funktioniert das nicht, oder? Ist das eine Schlange? Ja, das ist eine Schlange. Tun alle leid, die Schlange nicht mögen. So. Kasua. Aggressiv. Das Tier kenne ich nicht. Dann gibt's Wallaby. Das schaut aus wie ein Känguru. Nur ist ein Wallaby. Wallaby. Ich habe keine Ahnung. Auch aggressiv. Und war das andere? Ja, auch aggressiv. Dingo. Oh, wie cool. Das müssen wir spielen können. Das hat schon jemand in meinem Discord-Server gesagt. Ja, das muss spielbar werden. Und ich glaube, es wird spielbar sein. Schaut, wie süß. Schaut aus wie so ein Wolf, nur auch wie ein Hund. Aber alle sind aggressiv. Salzwasserkrokodil. Das Lustige ist, das Einzige, was nicht aggressiv ist, ist ein Koala. Sonst alles aggressiv. Diese Welt wird sehr aggressiv. Aggressive Welt. Dann der Boss. Level 195.
altes Megalania. Viele haben gesagt, die verwechseln das mit diesem Krokodil. Ich sehe es. Ich verstehe, warum ihr das verwechselt. Schaut euch die Profilbilder an. Komplett dasselbe, nur mit deinem Kratzer mehr. Und mit so einer Zunge. Dieses Ding schaut aber echt... Das ist das Schwierigste zum Besiegen in ganz Wildcraft. 100 Level 195. Schaut schon cool aus. Aber wir werden es in diesem Video nicht besiegen können, weil ich einfach alleine bin. Deswegen werden wir beim nächsten Video, höchstwahrscheinlich im nächsten, ich bin mir noch nicht sicher wann, aber wir werden auf jeden Fall mit euch dieses Ding besiegen. Ja. Echt cool. Ja, das war's mit dem Video, Leute. Und ja, bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen. Bye.